Hallo Leute, ja, ich spiele wieder ein bisschen Minecraft. Ich habe längere Zeit auf einem Server gespielt, also von meinem Server mit anderen Leuten, und jetzt benutze ich dieses Modpack, um hier ein bisschen Videos zu machen. Und ja, wir haben extrem viele Mods noch reingetan und ja, haben 117 Seiten und ja, die schönsten, die besten Mods rein noch getan. Ja, ich habe hier eine Biomes of Plenty Welt gemacht und fand das richtig genial, dass hier ein Wüstendorf ist. Das habe ich so noch nie gesehen mit der Stadtmauer. Also die Stadtmauer habe ich immer in Cobblestone gesehen oder in ja, in Stone Bricks, und sieht richtig genial aus. Und da drüben gibt es noch einen Dschungel. Ein komischer, also ja, ein anderer Dschungel eben von Biomes of Plenty. Und ja, dort war zum Beispiel ein Drachenfruchtbaum und ein Dattelbaum. Zum Beispiel Madagaskarbaum habe ich gefunden. Die kann man zwar jetzt hier nicht setzen, aber hier, die wachsen irgendwie so komisch, also groß, wenn schön groß. Und ja, ich fühle mich einfach so extrem motiviert jetzt wieder. Auf dem Server ist es einfach so, wir haben ein Plyffet Welt gemacht und das ist extrem mühsam, dann immer diese Maschinen machen und so. So extrem effizient sein, und das will ich hier nicht. Darum zeige ich euch auch nicht alles, weil das extrem streckt. Mit so vielen Mods, mit so vielen Baumaterialien und so, da kommt lange Zeit einfach nichts. Und ich möchte euch einfach das Wichtigste zeigen und biete euch auch alles an, euch etwas zu wünschen, sagen, was ich euch zeigen soll und so weiter. Außerdem habe ich eine Portal Gun kurz cheated. Die möchte ich nicht mehr benutzen. Einfach nur, damit ich farmen kann, weit, weit weg. Also ich bin hier auf 10, 100.000. Und ja, kann hier in aller Ruhe alles zerstören. Später kann ich danach Welten machen mit Elf-Tools oder mit Mistcrafts. Aber bis das alles geht, ja, da wollte ich nicht alles vorbereiten, und dann, ja, habe ich alle Maschinen und so, das ist ein bisschen langweilig. Deshalb nutze ich einfach hier die Farm. Das Farmareal, so weit werde ich niemals bauen. Und hier baue ich dann einfach so. Und ich bin auch in Peaceful einfach hier momentan, damit die Dorfbewohner nicht zu Zombies werden. Und ich jetzt auch nicht immer essen kümmern muss und so weiter. Und dann in der Farm, im Farmareal immer wieder, ja, easy. Kann euch zeigen hier, ich habe den Commerce Alive Mod und den NPC, Custom NPC Mod, und damit kann man eine extrem schöne Stadt machen. Ich werde alles mal umbauen, werde dann auch irgendwo eine Villa machen, am besten hier drüben im Dschungel. Und jo, kann also euch immer wieder etwas Schönes zeigen. Aber ich schneide einfach die Sachen, also die nehme ich gar nicht auf, die Sachen, die extrem langweilig sind schon, weil ja, viele Leute eben auch schon viel, viel Minecraft spielen und das so extrem langweilig finden. Und auf dem Server kann man halt auch nicht alles immer allen motiviert machen. Jo, also dann sehen wir uns, sobald ich wieder etwas zu zeigen habe. Und dürft ihr jedes Mal etwas wünschen. Und ja, gebt mir Ratschläge. Ich bin nicht so gut. Also ich kenne mich mit den meisten Maschinen halt noch nicht so aus. Aber das wird schon. Und ja, ich freue mich auf weitere Parts. Und zeigt es einfach, kommentiert oder liked die Videos, wenn ihr es gut findet. Und je mehr motivierter ich bin, desto mehr nehme ich natürlich auch auf. Und das
Nicht toll. Ja. Also, dann farm ich jetzt mal ein bisschen. Baue dann ein Häuschen. Ich kann das hier hinten kurz bauen, so ein Häuschen. Und, jo. Zeige euch, sobald wieder das zu zeigen gibt, etwas Tolles gibt. Und ja. Also, viel Spaß noch mit anderen Videos. Tschüss. Sodele. Ich war im Nether, hab Diamanten gefunden dort, haben ein paar Diamanten dann noch gefarmt. Und hab damit Commons Alive eine Familie gemacht, damit ich schon mal ein Haus habe. Leer. Okay. Athletisch. Ja, das passt zu mir. Ich bin ja Fußballer. Und sie ist geizig, das kleine Kind. Pferdreiten zu Hause festlegen. Ja, probieren wir dann alles noch aus. Ich kenne den Mod noch nicht so gut. Also fast noch nicht. Ja. Aber das Haus ist gigantisch geworden. Ich dachte einfach, ich mache mal hier ein bisschen flach. Und lass es dann spawnen und POM! Hat es fast den ganzen Platz ausgehöhlt, also aufgebraucht. Das ist Wahnsinn. So. Was ich noch machen muss, sind hier die Kaktuspflanzen wegmachen. Da oben hat es ein paar überall, weil die Dorfbewohner einfach zu dumm sind, diese zu ignorieren, also umlaufen. Die laufen einfach immer rein. Und das geht mal gar nicht. Deshalb mache ich das mal kurz schon mal zum Beginn. Da kann ich ein bisschen reden. Ja, toll. Was ist denn das für ein Kaktus? So. 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 Ja, ich wollte was sagen, mal kurz. Ja, ich baue jetzt gleich, also bald, das Haus dann ein bisschen um. Schöner. Und fange an mit Carpenter's Block. Dort einfach die verschiedenen Blöcke herstellen, damit man ja, einfach das Haus ein bisschen schöner kriegt. Dann fange ich mit Chiseln an und dann mit Mikroblocks. Und dann habe ich ein schönes Haus hoffentlich. Mal schauen, was ich da noch für andere Materialien sammeln soll. Und ja, dann geht es hier weiter mit dem zweiten Part. Boah. Hier haben wir auch einen Ausgang. Jo. Ah ja, die Schmiede kann ich dann noch nehmen. Das ist mal praktisch, hä? Man kann einfach mal Dorfbewohner einfangen. Und auch in den Höhlen, die gehen immer wieder in die Höhle zurück und so. Stecken dort fest und moi. Da unten sind auch ein paar. Das wird noch eine Aufgabe hier als Kinder sicher zu machen. Die größten Kinder hier. Ja, die KI. Ist ein Witchery-Haus. Toll. Mit Brot. Oh, mit Brot. Mit Brot. So. Hallöchen. Ja. Haben wir keine Kaktusse mehr? Kakteen. Kakteen. Hallo. Hier hat es auch keine Truhen. Ich glaube nicht. Ich finde es schön, dass man die Black Granites hier hat. Das passt. Also ich werde wahrscheinlich ein bisschen Black Granite benutzen oder noch ein schöneres schwarzes Material. Zum ein bisschen, wie sagt man so schön? Ja, Abwechslung. Ein Kontrast, genau.
das ist das Wort, reinbringen. Ah, alle sind fletzig. Die Dorfbewohner werden sich sowas von aufregen. Ja, ich baue hier noch nicht so viel, dann wächst der Baum auch noch nicht so. Der wächst, ja, die wachsen immer so langsam von Harvestcraft. So, jetzt haben wir, denke ich mal, alle, vielleicht in der Mitte vom Dorf noch ein bisschen wegmachen, und hier muss ich einfach schauen, welche noch verletzlich sind. Das könnte das kleinste Ding sein. Ne, das ist keine verletzliche Pflanze. Nö. Die lasse ich hier. Also ich habe viel Arbeit hier. Jetzt muss ich zuerst mal wieder Sport machen. Dann etwas essen. Dann mal wieder Path of Exile spielen. Und ja. Ich denke aber, man kann Dorfbewohner auch immer wieder vervielfältigen. Die werden sich wahrscheinlich sogar Kinder alleine zeugen. Wie einfach die Dorfbewohner vom Vanilla. Und das ist alles nicht kindersicher hier. Ich denke gerade, wie der da reingeht und dann nicht mehr rausgeht und es sauft. Okay. Hallo. Bibliothekar, ja. Also viel handeln können wir hier auch. Jo, also. Boah, der Bambus. Ah, es gibt so viel zu machen. Minecraft ist mit Mods einfach zu gigantisch. Also, ja. Als nächstes werde ich erstmal die Sachen hier im Bahnhof hier rein tun. Mache ich einen schönen Keller hier runter oder so. Und dann geht's los. Hallo Schatz. Hallo Lea. Ja, ja. Okay. Bye. Bis zum nächsten Part. Tschüss.